Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meeting 2.de Titania. Ja, wir sind gerade auf Copy unterwegs und wenn ihr aufmerksam seid, dann seht ihr, dass gerade der Zodiac-Bogen, den wir plus 8 haben, in dem Inventar sind. Drumherum sind die Abgegenstände, zwei magische Steine. Könnte man jetzt denken, dass wir den abben, wa? Das werden wir jetzt auch machen. Habt ihr wahrscheinlich sowieso schon auf dem Thumbnail gesehen. Und ja, hier haben wir den ersten Versuch. Wäre natürlich jetzt sehr Premium, wenn das Ding mal plus 9 gehen würde, denn den einen oder anderen Versuch haben wir ja schon hinter uns. So. Ha, Leute. Ich will gar keine traditionsmäßig irgendwie drumrum labern, wie viel Pech ich doch habe. Beim letzten Mal ist was plus 9 gegangen, aber ich denke, mein Glück ist jetzt aufgebraucht, besonders mit magischen Steinen. Ihr wisst ja. Naja, okay. 3, 2, 1. Go. Fehlgeschlagen. Okay, okay, okay. Okay, die ganz aufmerksamen wissen, okay, da ist noch ein Mondstein. Wir haben auch noch einen magischen Stein. Aber wer da ist, weil wir den jetzt nicht brauchen würden, ne? Komm schon, Drachengott. Drachengott. GF plus I Bims Maverick. So. 3, 2, 1. Oh, nee, ey. Ah, Leute. Okay, wir haben aber noch einen magischen Stein. Den werden wir gleich auf jeden Fall noch benutzen. Kurzer Cut, bis gleich. So, Leute, wir stehen bei Kavuko. Und das heißt natürlich, wir versuchen jetzt ein paar Rüstungen umzuwandeln. Zelda Ehrenmann hat mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Wir haben an der Zahl 9 Drachenreiteranzüge plus 9. Die werden wir auch alle abben, allerdings werden wir jetzt erstmal 3 davon abben. So, ich pack mal alles rein. Moment, ja, die blauen Farbstoffe natürlich. Da noch Rüstungspläne, das war das, was wir gerade noch ein bisschen gesucht haben. Und noch hier Silberplatten. Die sind natürlich auch noch wichtig. Und ich würde sagen, wir haben 3 Versuche an der Zahl. Alle 3 plus 6. Ich hoffe, eine klappt. Das wäre natürlich mega nice. Die erste fehlgeschlagen. Okay, kann passieren. Wir machen aber jetzt nochmal eine. Fehlgeschlagen, okay. Die letzte wäre natürlich jetzt mega nice, wenn es noch klappen würde. Ansonsten haben wir noch für das nächste Video 6 weitere Versuche. 3, 2, 1. Alter Falter. Naja, okay, das soll es aber für dieses Video, für diesen Teil des Videos sein, nicht komplett für dieses Video, denn wir haben noch ein bisschen was zum Uppen und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut, bis gleich. So Leute, ich hatte es eben gesagt, wir werden auf jeden Fall noch einen Abversuch machen, aber vorher habe ich hier noch 20 Hydra-Struhen für euch. Alter Falter, die sind auf der Titania auf jeden Fall ein bisschen wert und ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf. Ja, Alter, Schmucksteine habe ich jetzt eigentlich weniger Bock drauf. Und noch ein magischer Stein, das ist natürlich GG. Proteinhappen, okay. Ah, nee, Geisterbaumstuf. Nessie-Ei, das ist natürlich, ja, doch. Kann man sich gönnen. Alter, Alter, jetzt Segi, Steinhandbuch, Ring, Hydra. Na, das ist natürlich die ganzen Bio-Sachen. Das ist natürlich Notizen, Steinhandbuch. Alter, wie viele Steinhandbücher? Okay. Ich würde sagen, 10 Stück lassen wir uns noch irgendwie für die nächste Folge, weil die kann man ja dreimal aufmachen. Ja, doch. Also der magische Stein ist natürlich Premium, den man da rausbekommt. Ne? Den kann man sogar handeln. Also von daher, ja doch, damit kann man auf jeden Fall ein bisschen was anstellen. Ne? Aber jetzt ist erstmal der Bogen dran. Den wollen wir jetzt bitte plus 9 bekommen. Komm schon, Jung, Drachengott, mach einfach mal. Ich habe so oft schon alles versucht. Beleidigt, angebietet, sogar vom Schlafen gehen nicht am lieben Gott, sondern an Drachengott gebetet. Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Aber jetzt. Jetzt kommt der Augenblick, wo der Bogen plus 9 geht, Leute. 3, 2, 1. Ich guck nicht hin.
Ja, sag ich doch. Plus 9 Kappa. Ach man. Ich meine, wenn man mal guckt. Ja, Kappa. Wenn man mal guckt, gerade sind 404 Damage drauf. Und wenn wir den uppen würden, das sind schon 83 Damage mehr auf der niedrigsten Stufe. Ah, das ist schon einiges, ne? Beziehungsweise 83 Angriffswerten, ja. Das ist schon einiges. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Das war's jetzt aber mal für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie mein Gaming Equipment auf Amazon. Und mein Reflink auch, für Metin 2, sorry. Ich bin raus. Bis denn. Grüße, Fossi.